Vor kurzem war ich eingeladen gewesen bei einem alleinstehenden Kollegen zu Kaffee und Kuchen, den Heinz Schäfer. Ne? Ich kam bei ihm in eine Wohnung rein und dann fiel mir nach ein paar Metern auf, dass ich so eine Dreckspur hinterlassen hatte. Ich sage, Heinz, bring mir mal einen Handfeger. Ich verteile das mal so ein bisschen. Da sieht man das nicht so. Ja, dann sagte er, nee, Herr Bertert, mit dem Handfeger, das lass mal sein. Ich stell dir mal meinen neuen Freund vor, den Erwin. Ich denke, aha, guck an, guck an. Der Heinz in sein einsames Schäferdasein, ne? Hat er doch nochmal Anschluss gefunden. Ja, warum nicht ein Mann, ne? Habe ich in der letzten Zeit auch schon mal öfter drüber nachgedacht. Als Option. Ja, nu, ja, was denn? Da sind die Interessen von den Schnittmengen einfach größer. Fußball, Saufen, Weiber, ne? Ja! Auf jeden Fall hörte ich jetzt kurz darauf brummen und da kam er um die Ecke, der Erwin. Ja, hör mal, da hatte der Heinz sich so einen Staubsaugerroboter zugelegt. Da war ich vor den Socken, ne? Und er fing direkt an zu schwärmen und sagte, Herr Bert, das ist unglaublich, was der alles wegsaugt, ne? Manchmal würde er sich einfach nur mit einer Flasche Bier ins Sofa setzen und den Erwin beim Saugen zugucken. Ich sag, Heinz, du hast bei mir zu Hause auch nicht viel anderes, ne? Nur, dass bei mir der Erwin Guste heißt. Da sagte er, sein Erwin wird aber bei der Fußarbeit, bei der Hausarbeit nicht meckern, ne? Ich sag, Heinz, 1:0 für Erwin, ne? Ja, und dann haben wir uns bei ihm am Kaffeetisch gesetzt zu Kaffee und Kuchen, ne? Ja, und der Heinz fing direkt an zu erzählen von seiner komplizierten Hüftoperation und die langwierige Reha in Bad Sassendorf. An für sich hochinteressanter Gesprächsstoff, aber ich hatte nur Augen für den Erwin. Hör mal, das war unglaublich, wie der da seine Runden zog. Ne? Ja, und dann wollte ich natürlich selber mal so ein bisschen testen. Nein, weißt du, habe ich von einer Papierservierte so ein paar Schnipselchen abgemacht und auf Ausstichware verteilt. Nee, aber kein Problem für den Erwin. Nee, hör mal, zack, hatte der Kollege das aufgesaugt. Ja, dann hatte der Heinz so eine leckere Schwarzwälder Kirschtorte gemacht von Koppenrad und Wiese. Und da habe ich dann mal so ein paar Krümelchen auf Ausstichware verteilt. Nee, auch kein Problem. En passant. Hat er dann aufgesaugt. Ja, dann hatte ich ihm mal so ein Stückchen mit Sahne serviert, ne? Hör mal, da hat er aber schon sichtlich zu kämpfen gehabt. Und am vierten Stück mit Sahne ging dem Erwin dann die Puste aus, ne? Hör mal, da ist er überm Teppich zusammengebrochen. Cholesterinschaden, ne? Und da muss ich sagen, 1:1 für meine Frau. Weil die hätten am vierten Stück erstmal richtig Appetit gekriegt, ne? Ja, aber der Heinz sagte, Herbert, mit den Erwin ist kein Problem. Den könnte er einschicken, da wäre noch Garantie drauf. Und da musste ich sagen, 2:1 für Erwin. Nee, ja, nochmal, ich meine.